Eisvogel ist ich rund von Adelboden her. Sonne, Berge, See und Schnee. Das musst du mal sehen, Arosa, das ist unser Ziel. Adelboden Arosa Talk, Teil 3. Hallo zusammen, zum dritten Mal sehen wir uns hier. Wir haben im ersten und zweiten Teil relativ lang vom Hockey gehabt, von eurem Jahrzehnt, das ihr in Arosa habt verbracht. Und jetzt wollen wir ja noch herausfinden, was der nebst dem Hockey sonst auch noch ist gelaufen, in eurer Freizeit. Und ihr habt mir vorhin gesehen, ihr habt beide eine Auto-Story zu erzählen. Und jetzt, Marco, vielleicht kannst du gleich anfangen. Was hat es mit diesen Autos auf sich? Also, meine Auto-Story ist halt gleich im Zusammenhang mit dem Hockey. Und zwar sind wir, das war so in den ersten Jahren, als ich oben war, als wir noch zu Besi waren, hatten wir eine lange Fahrt auf Fleurier, wenn es mir recht ist. Und auch die älteren Spieler, die haben natürlich schon ein bisschen Poker gespielt im Bus. Und es ist ja nicht nur mehr um 5 Lieber gegangen. Also in diesem Spiel hat auf alle Fälle der Inzi schön Ford Mustang verspielt. Und dann ist am anderen Tag ein anderer gefahren worden. Und dementsprechend ist Florian immer relativ schlecht gespielt. Also respektive die, die verloren haben, relativ schlecht gespielt. Und das war das letzte Mal, dass er verpokert werden im Bus. Und dann vor dem Einsatz war definitiv zu heu und dann ist definitiv zu viel im Kopf abgelaufen. Ja. Ja. Und Putz, du hast Zarosa gelernt, Auto fahren. Also bei mir ist, genau. Erzähl uns. Bei mir ist das Gleiche, hängt natürlich auch mit Hockey zusammen. Mir hat der Jörg Meier, der Techno-Chef, wirklich ein ganz cooler Typ, hat mir auch angerufen und gesagt, er hat gehört, dass ich zu Kloten in einem Probetraining war. Kloten ist gar nichts, du musst auf Rosa kommen. Und sie sind ja dann gerade auf, oder? Und er hat gesagt, das ist gar nichts Kloten, du musst auf Rosa kommen. Dann bin ich auf Rosa mit dem Köfferli. Mit der Ausrüstung bin ich ausgestiegen im Bahnhof, dann hat mich der Jörg empfangen. Und dann sind wir aus dem Bahnhof raus und dann steht dort ein Mitsubishi Colt, hätte ich geheißen. Ich hatte so halbe Gang. Genau. Und er hat sehr Rosen drauf. Und dann hat er natürlich reagiert und gesagt, ja, Herr Schranz, wir haben dann noch Sie gesehen. Und dann hat er gesagt, Herr Schranz, das ist euer Auto. Und dann sagt er, ja, das ist mein Auto. Ja, ja, klar, selbstverständlich, können wir gerade einsteigen und fahren. Dann hat er gesagt, ja, aber Herr Meier, ich kann gar nicht fahren, ich habe keine Lizenz. Ich kann gar nicht fahren. Und im Nachhinein hat er rausgebracht, dass irgendjemand das Kaffee dort nebenan, das war gar nicht der Karre für mich. Er hat einfach sofort so gut reagiert. Ja. Genau. Aber du hast gar kein Bärmikant? Nein, gar nicht dürfen fahren. Und er ist aber eben irgendwann beschlossen, dass du jetzt Autofahren lernst. Und du bist auf Kur gegangen. Genau. Und wie ist das gegangen? Du bist auf was ich will. Du bist auf Prüfung oder auf die erste Fahrt? Ja, auf Prüfung. Ja, genau. Da bin ich da beim Hans Ulrich Engi, hat er gelesen, ja. Aus Tschirtschen. Bei dem habe ich nicht gelernt. Und der hat mir etwa nach 8-9 Stunden gesagt, er kommt, putz, wir gehen. Wir probieren. Ist nicht ganz super, aber wir probieren. Und wenn der Herr Hasler kommt, damals der Experte, dann tue ich den schnell etwas in die Runde werfen wegen Hockey. Und das ist ein extremer Rosa-Fan. Okay. Ich hatte einen riesen Schwenk, der Herr Hasler ist gekommen. Der Engi hat gesagt, ja, Putz, wie ist das mit euren Ausländern? Sind die wirklich so schlecht oder so gut? Und der Hasler hat heutige Ohren bekommen. Er sagt, was, wie, wo, wer? Schranz, hier, mit mir, raus. Er sagt, ja, okay, dann bin ich mit dem raus ins Auto. Dann sind wir sicher 20 Minuten Autobahn gefahren. Dann auf einem Parkplatz für die Eisbahn. Ja, ja, er wollte alles wissen. Auf der Eisbahn, auf dem Parkplatz. Er hat gesagt, parkt mal irgendwo da. Dann konnte ich auswählen von 150 Plätzen. Dann habe ich irgendeinen verwünscht. Dann hat er gesagt, das ist so gut, wir gehen zurück. Zurück. Ja, nie müssen wir referieren, nie ablehnen. Ich war nie in der Stadt drin, nichts. Ich habe mit der Hand gesehen, bravo, gut gemacht, das ist eine ganz gute Saison. Und also böse Zunge sagen, ab und zu sieht man es noch. Der Fahrstil. Das ist jetzt das, was ich mir mitgenommen habe. Genau. Ja, du hast ja. Gerade das Stichwort. Ihr habt Arosa viel erlebt. Was ist sonst noch geblieben? Oder wenn ihr jetzt zurück auf Arosa geht, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Ja, letzte mit Frühling. Was für einem Gefühl geht ihr daher? Heimat, zwei. Heimat. Also für mich absolut. Ja. Ja. Ich glaube, mir ist Putz wohl da oben. Ich kenne noch viele Leute. Ich wurde überall eingeladen. Und, aber, nein, für mich ist es immer noch eine sehr warme,
positive Erinnerung. Das ist schön. Und für dich, Martin? Ich war eben leider schon längere Zeit nicht mehr gewesen, aber wir gingen einen Gutschein im Hotel Lindemann, wo wir dringend müssen einlösen und wo wir gingen irgendwie im Fokus sind. Und der ist mir klar, da gehe ich natürlich dort mal her, wo ich früher gewohnt habe. Und gucken, wie das dort aussieht, was dort jetzt für Häuser stehen, wahrscheinlich nicht mehr in der Nähe. Es ist schon weg. Genau. Genau. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle drauf und bin zuversichtlich, dass ich es kurz mal schaffe, um mit der Uhr zu kommen. Unbedingt. Jetzt wenn wir hier zurückgucken und jetzt wenn wir noch ein bisschen durchgucken. Am 23. am Abend um 6 Uhr spielen wir gegen Alosa hier Arena. Was darf man erwarten? Ich weiß es nicht, weil ich bin leider in den Ferien dann. Das bricht mir das Herz, aber es ist einfach so. Aber ich denke, es gibt ein ganz cooles Event. Eine gute Sache und ich hoffe auf viele, viele Leute, die da kommen und das genießen. Unbedingt. Was hast du das Gefühl? Oh, jetzt nebst dem Ganzen, wo neben dem Feld wird laufen, was darf man auf dem Spielfeld machen? Höchstwahrscheinlich für uns nicht allzu viel. Weil das ist doch eine spezielle Equipe. Also was ich will und was ich zubringe, dass sie meine Sportlerspitze sind. Ja. Sie werden ja auch in ACB, ja. Also heute heisst das Swiss League. Und da kommt natürlich auch eine Equipe, die sportlich höchstwahrscheinlich, also nein, nicht nur höchstwahrscheinlich, was sicher weit vor uns sind. Aber wir wollen eine saubere Sache abliefern, einen fairen Sport zeigen, wir wollen ein Hockeyspiel, das die Leute nennen und sagen, das war wirklich cool, der Cup sollte bleiben, in dieser Art und Form. Und dann hoffe ich, dass wir einigermaßen mithalten können, wie lange werden wir sehen. Und nachher ist das eine tiptoppe Sache, das ist überhaupt das Beste los, was wir können erreichen können. Ja, definitiv. Und du hast jetzt gerade gesagt, aber vielleicht nicht so viel erwarten, nee. Seit Adelboden. Wie stimmst du eine Mannschaft ein auf jetzt so einem Match? Ja, eben gerade genau auf das, dass wir eigentlich aus diesem Match eigentlich nur lernen können. Ja. Positiv bleiben, weil eben diese Stufen besser oder mehr, höher, haben viel mehr Leute oder mehr. Und da kannst du nur daraus lernen. Und wenn wir aus diesem Tempo, aus diesen Spielzügen, aus dieser Art und Weise spielen, was die höchstwahrscheinlich werden zeigen, also jetzt schon lange nicht mehr gesehen, vor zwei Jahren mal in Wiki, aber es war eine andere Equipe, dann können wir daraus nur lernen und nehmen das mit in die Meisterschaft und schauen, dass wir bei unserer Meisterschaft so können weiterfahren, wie wir jetzt dran sind. Sehr gut. Ja. Wie ist die Stimmung in Garderobe? Jetzt ja, sind wir im Blick auf diesen Match. Ja, sie sind eine Riesenfreude. Ja. Weil auch, sie wissen auch, dass wir etliche Zarosen waren. Ja. Und sie wissen auch, Bezug zu Arosa, der Ruhe ist zu Arosa. Wir bekommen News aus Arosa, nicht Garderobe in, also intern, das kommt nicht. Aber wir bekommen die News mit oben, wer, wie, was und wo. Und das ist eine coole Sache. Ja. Freuen uns. Gutes Schlusswort. Ich glaube, eben, der Match, der Event hat Potenzial für ein weiteres Kapitel EHC Adelboden-Geschichte zu schreiben. Zusammen mit dem Gebrüderpaar Zried. Ja, ich freue mich auch. Merci vielmals, hat er mich Zeit gebracht. Cool, danke vielmals. Hey, auf den Cup. Hey, ja. Genau. Auf den Cup. Sonne, Berge, See und Schnee. Das musst du mal sehen, Arosa, das ist unser Ziel.